Hallo Leute, ja, wir sehen hier schon so einen wunderbaren Stau, den müssen wir gleich erstmal enttüddeln. Ja, und das, was ich immer noch nicht geschafft habe, ist, dass hier irgendwie ein Ta Sound bei rauskommt. Also Musik läuft, das geht, aber ich weiß nicht, hier kein einziges LKW-Geräusch oder sowas, keine Bimmel an der Schranke oder so. Züge machen keinen Krach, das ist schade eigentlich. Das muss ich mal gucken, dass ich das irgendwie hinkriege, aber in diesem Fall geht es jetzt gerade erstmal nicht. Naja, nach dem Intro schauen wir da mal weiter, denke ich, ne? So, dann wollen wir mal schauen, warum fährt der Zug da nicht rein? Weil da einer steht. Aber ist das vielleicht auch nicht richtig hier? Weil ich glaube, dieser hier, ne, der könnte vielleicht das Problem sein. Ne, warte mal, das ist jetzt verkehrt. Höchstgeschwindigkeit, ne, da habe ich gerade ein Dingens erwischt. Zweiter Express, Flirtkopf, Fahrzeugdetails zum Depot. Jetzt fährt er weiter. Ich weiß aber nicht, hatte ich nicht den Flirt habe ich doch angemacht. Warum fuhr der jetzt mit mal weiter? Das ist mir jetzt schleierhaft gerade. Weil ich den vielleicht kurz einmal angepackt habe oder was? Okay, das liegt wahrscheinlich hier an dieser Kreuzung, ne? Da passt was nicht. Da kommen die nicht dran da vorbei. Das können wir aber schnellstens ändern, denke ich. Nee, das war verkehrt. Da machen wir gerade hier. Die 160 km/h Geschichte hier lang und machen dann dieses hier mal so weg und mal so weg und dann sollten die da auch immer fahren können, oder? Jetzt kann man nur darum raus, ist aber nicht schlimm bei Simotrans, denke ich. Der dreht dann hier um und fährt dann da lang und ja, die kommen da schon rein und raus. So, das ist dann erstmal gut. Jetzt fährt das wieder. Wo wir stehen geblieben sind, weiß ich gar nicht, weil ich mit dem Umzug so beschäftigt war vom alten Rechner auf den neuen Rechner. Und naja, da sind noch einige Probleme, die ich da noch mehr habe, ne? Die muss ich alle in den Griff kriegen. Hier geht's ja erstmal jetzt auch. Ja, wir sind bestimmt bei vollen Haltestellen gewesen zuletzt. Haltestellenliste. Wartend. Und das hier ist der Waldweg Döbeln, der da reichlich hat. Das ist der Bahnhof hier. Da steht auch schon ein ICE, ein doppelter, der nicht fährt. So, mal gucken, wo die alle hin wollen, ne? Nach Altenau wollen 800. Via Menge, das ist erstmal wichtig. Döbeln, Norddeutscher Alter Bauernhof. Ich glaube, das können wir gerade zumachen. Döbeln, Norddeutscher Alter Bauernhof. Da wollen 12.600 Leute hin. Kann ich das anklicken? Nee. Also Döbeln, Norddeutscher Alter Bauernhof ist hier unten irgendwo, meine ich. Da fahren auch ganz viele Busse hin, sehe ich gerade. Das haben wir schon mal gemacht, ne? Fahren denn da weg auch welche? Nee, eine Person nur. Aber die wollen da alle hin. Warum? Was wollen die da? Zuckerrüben kaufen? Döbel, Norddeutscher Alter Bauernhof. Das ist hier. Kriegst du nicht weniger, ne? Ja, das hat jetzt wie irgendwie nicht geklappt, den da anzuklicken, ne? Jetzt habe ich ihn endlich geschafft. So, zack, 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 geschlossen. Ah, und der ist voll, ne? Der ist da jetzt hingefahren und fährt zurück mit 14 Passagieren. Irgendwie schwierig, ne? Fährt aber auf jeden Fall plus. Der fährt jetzt auch noch nach da weiter. Macht das Sinn? Weiß ich nicht. Da stehen nur 5 Passagiere, gar keine Passagiere, das ist wahrer. Jetzt ist die Frage, ob nach Döbeln Weingut Betriebshof auch viele wollte. Döbeln.
Auerroger, Gastwirtschaft, Nickel, Alter, Schwert, Konrad, Döbeln Weingut, Betriebshof sind auch 3600. Ja. Wie viel sind denn auf der Strecke drauf? Ne, Verbindungen waren jetzt nicht das Richtige. Ne? Da brauche ich Fahrzeuge. Fahrzeuge muss ich dann vielleicht hier rüber gucken. Ne? Fahrzeugdetails. Fahrzeugdetails ist nur einer, das ist also auch falsch. Über die Linie müsste ich an Fahrzeuge kommen, ne? Wie viel fahren denn da drauf rum? Fahrzeugliste. Sind das hier alte Busse? Ja, da sind ja schon reichlich drauf, ne? Also einen Zug da jetzt hinfahren zu lassen, macht jetzt nicht so viel Sinn, weil da, ne? Lines Regio. Ich glaube, Döbeln Gashaus, da können wir noch ein paar mehr draufsetzen dann. Von wo kommen die? Von da oben. Wo ist jetzt hier das Depot? Da. Busse. Benötigt für Passagiere ist richtig. Und sortiert nach Fracht ist Kapazität. Ja, das passt schon. Alle zeigen sortiert nach Passagier. Das heißt, dieser Bus ist sowieso schon der größte, ne? Haltlänge ist auch einer. Und der war Döbeln. War das eher Regionalbus? Post. Döbeln Gasthaus. Das war noch ein Stadtbus, steht da. Und das war aber knapp daneben, ne? Ja, und dann würde ich definitiv hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5 oder sowas drauf machen. Und lass die mal alle fahren, ne? Da ist ja Platz noch. Nach oben, ne? Fahren schon einige Busse, so ist nicht. Aber hier jetzt sind gar nicht so viele, ne? Ist das hier der Postbus? Ne, ne? LKW Wein ist das, okay. Der ist aber auch schon alt, ne? Ah. Da müsste man mal gucken, dass man da vielleicht auch was ändert. Der fährt jetzt zum Weingut. Kriegt er da überhaupt was mit? Ja, 20 Paletten Wein sind da. Gut, das würde bedeuten, wir sollten den mal gerade ersetzen. Da sind zwei LKWs drauf, sehe ich gerade. Ich dachte, das wäre eben Postbus, aber das sind zwei Fahrzeuge, die voll sind. Wo war? Da war. Und das sind solche. Das hier verkehrt, da habe ich einen Bus erwischt. So, jetzt ist passend. Und da wollen wir Wein haben, das ist ganz unten. Das ist so, Anhänger gibt es auch mit Auflieger. Ja, und der hat 26 Stück gut. Und wenn wir jetzt so einen hier nehmen. Dieser hätte 18 Stück gut, aber ich weiß nicht, welcher Anhänger dazu gehört. Vielleicht der. Da müssen wir mal gucken. Ich glaube, wir müssen doch einen kaufen, um dann zu sehen, welcher Anhänger dazu gehört. Und der ist tatsächlich der. Und der hat auch 14 dann, ne? Und das war jetzt Weingut, LKW Weingut. Wo ist denn das LKW Weingut? Da oder LKW Wein? LKW Wein. Und den kopieren wir und setzen die beiden da drauf. Schließen das. Den können wir auch zumachen. Obwohl, das war jetzt. Ne, den können wir nicht. Fahrzeugdetails und ausmustern. Und der zweite ist der, weil auch Fahrzeugdetails ausmustern da muss, weil das sind ja die beiden, die zu alt sind. Aber dafür haben wir die beiden neuen jetzt da. Tandemachse hier zweimal, ne? Hat Kapazität von
32 und die hatten Kapazität von 25, also auch noch ein bisschen mehr. Das ist ja schon mal gut. Läuft das ein bisschen besser, ne? So, einer ist schon ausgemustert, der zweite wird nicht lange brauchen, dann ist der auch weg. So, das heißt, wir sind jetzt mit den Haltestellenliste ja unterwegs gewesen bei Döbeln Waldweg. Den Bauernhof haben wir jetzt. Döbeln Platingasse. Das ist innerorts. Aber hier ist nicht Döbeln. Döbeln ist da. Platingasse ist hier. Da stehen 98, aber da wollen ganz viele hin. Also wir könnten jetzt mal hier gerade überlegen, was jetzt passiert. Ich bin bankrott gegangen. Okay. Puh, da habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Millionen steht da unten, miese. Leider kann man jetzt hier nicht ein Dingens angucken, oder? Nee. Ja, das ist aber doof, ne? Jetzt ist die Frage, hoffentlich hat das nicht mit dem Umzug zu tun oder war ich wirklich so nah am Bankrott? Lass uns nochmal den Spielstand laden. Dann können wir hier nochmal reingucken. Und dann haben wir hier die Marge. Aber die ist ja eigentlich plus die ganze Zeit. Da hätte ich jetzt nicht die Fahrzeuge kaufen dürfen, oder wie sehe ich das? Oder hat sich da was umgestellt? Fahrzeugwert ist 134.000 oder Millionen. Wir haben 28 Millionen Miese hier. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ob das jetzt damit zu tun hat, dass ich das auf einen neuen Rechner gezogen habe mit neuem Spielstand. Könnte natürlich sein, weiß ich nicht. Das wäre dann ganz schlecht gewesen. Ja, muss ich mal checken, ob das auf dem anderen alten PC noch so ist, wenn ich das da starte. Lassen wir erstmal so stehen. Ich weiß nicht, wie es weitergehen wird. Gucke ich mal, aber ich melde mich auf jeden Fall da nochmal wieder. Und wenn, dann ist es so, dann haben wir halt verloren und dann müssen wir da auch im Klaren uns drüber sein. Alles klar, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben, auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.